Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Doro von www.dorostempelt.com und heute möchte ich mit euch eine Karte basteln, und zwar eine spezielle Karte. Das letzte Mal habe ich euch Verpackungen gezeigt. Ihr könnt euch vielleicht an diese Verpackungen erinnern. Und dazu habe ich natürlich auch passende Karten gestaltet. Diese Karte zum Beispiel gehört zu dieser Verpackung. Und diese Karte gehört zu dieser Verpackung. Oh, jetzt ist einiges bei mir runtergefallen, aber es hat überlebt. So. Und wie ihr seht, habe ich die Karten in einer speziellen Technik gemacht. Hier kann man es am besten sehen. Und zwar in der Triple Times Stamp Technik. Ich glaube, sie heißt so. Zumindest wird das Motiv durch Lagen von Cardstock unterbrochen, aber das Auge setzt normalerweise dieses Motiv immer gut zusammen. Worauf ihr achten müsst, was mir hier dann auch aufgefallen ist, bei der Karte zum Beispiel hier, diese Blumen werden tatsächlich nicht optimal in Anführungsstrichen wieder zusammengesetzt, obwohl ich richtig geklebt habe, weil das Motiv als solches eigentlich zu klein ist. Das heißt, die Blume hätte größer sein müssen, ähnlich wie hier der Schmetterling, weil hier seht ihr zum Beispiel, ne, der Schmetterling wird schon recht gut wieder zusammengesetzt vom Auge. Zwar auch nicht optimal, aber recht gut. Hier habe ich Kreise verwendet und auch hier ist bei den Sternen erkenntlich, das ist nicht optimal, dieses Flächige. Wobei halt die Ranke schon, finde ich, oder dieser Sternenschweif wirklich schön zusammengesetzt wird. So. Übrigens, die Maße für diese Verpackung, die findet ihr auf meinem Blog jetzt tatsächlich. Das letzte Mal ist beim Hochladen eines Schnittmusters, was ich versucht habe zu gestalten, ein Fehler passiert, den ich nicht gesehen habe. Aber die Maße findet ihr und ich werde die Maße auch in diesen neuen Blogbeitrag nochmal reinschreiben. So, jetzt möchte ich mit euch die Karte basteln, und zwar wieder die Sternenkarte. Und habe dazu einiges vorbereitet, weil ich diesmal die Lagen mit den Wellenovalen und den Ovalen machen möchte. Und na, so. Und wie ich das jetzt gleich mache, zeige ich euch. Und ich habe im Endeffekt die Größen tatsächlich so gewählt. Das ist das Wellenoval und das ist das Oval, dass man sozusagen die Schnittkanten tatsächlich sieht, des Wellenovals und des Ovals, dann weiß ich, dass es die richtige Größe ist, weil ich möchte nicht so einen Riesenrand haben. Das sind die drei kleinsten Ovale bzw. Wellenovale. Nur damit ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch einstellen müsst. So, ich habe eine Grundkarte gefertigt, in dem Maßen 14,8 diesmal. Mal 21, gefalzt bei 10,5 in Savanne. Dann habe ich als erste Mattung Pfirsich pur verwendet, in den Maßen 14,4 mal 10,1. Und dann kommt ein Flüsterweißkarton in den Maßen 14 mal 9,7. So. Und mit dem Stempeln beginnen wir jetzt auch sofort. Das heißt, ich nehme mir eine Stempelunterlage. So, wie ihr seht, habe ich da auch schon eine andere Karte mit gemacht und lege mir erstmal die Ovale ungefähr so hin, wie ich mir das vorstelle. So, das heißt im Endeffekt, hier müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr euch im Vorfeld schon überlegt, was kommt nach unten, was kommt nach oben. Ich möchte gerne den kleinen so ein bisschen drunter haben. So, das müsst ihr euch dann auch wirklich merken. Ne? Also, dass man sich merkt, in der Mitte, das soll sozusagen später hochkommen. Das braucht ihr dann beim Zusammenkleben. So, und jetzt gehe ich erstmal hin und befestige mir mit ein ganz klein bisschen Kleber die Wellenovale ungefähr so, wie ich sie haben möchte. So. Wartet, dann mache ich mir nämlich das Kleine tatsächlich auch nach unten. Und ich merke mir, das Kleine muss nach unten.
Da ist mir nämlich schon mal ein Fehler passiert und dann war die ganze Karte hin. Zack. Und das kommt dann ungefähr hier so hin. Zack. So, genutzt habe ich, oder möchte ich auch nutzen, wieder das Stempelset Weihnachtsstern. Und diesmal möchte ich aus dem Set Blühende Worte das herzlichen Glückwunsch stempeln. Und damit fange ich jetzt auch tatsächlich an. Und zwar stempel ich das in Für sich pur. Passend zur ersten Matte. Das heißt, ich nehme Farbe auf und stempel mir den, doch ja, so, so hier unten in die Ecke. Ich hoffe, es ist auch einigermaßen gerade. So, dann wären wir damit fertig. Nun nehme ich mir Kürbisgelb und nehme die Ranke. Oder den Sternenschweif oder ja, wie auch immer man es bezeichnen soll. Ja, wahrscheinlich ist das ein Sternenschweif. So, und setze mir den Sternenschweif auf die Ovale, aber auch auf das Flüsterweiß sozusagen darunter. Ja, zumindest so ein bisschen darunter, wie man sieht. Okay. Okay. Das Stempeln wäre jetzt im Endeffekt auch fertig. Und jetzt fangen wir an, die Karte zusammenzusetzen. Das heißt, dass die Stempelunterlage kann weg. Die muss ja nicht voller Kleber, eventuell. So, das heißt, ich nehme mir jetzt die Ovale und ich merke mir, das soll in der Mitte sozusagen hochkommen. Das heißt, ich nehme mir jetzt das kleine Oval, mache es mir vorsichtig ab, wie ihr gesehen habt, nehme mir das passende Wellenoval und klebe jetzt mein gestempeltes mit Tombow auf das Wellenoval. So. Entschuldigt. War jetzt so, jetzt gucke ich, das soll ungefähr wieder hier so hin, das würde passen. Ich vergleiche das aber auch noch mal vorsichtig mit dem. Ja, so, das heißt, ich klebe mir das jetzt mit Tombow genau an diese Stelle wieder. Und zwar auch so, dass ich darauf achte, dass das Muster sozusagen sich fortsetzt. So. Ich verschiebe es noch ein bisschen nach da. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. So, jetzt nehme ich mir das große Wellenoval, mache es vorsichtig ab. Und ich fürchte, ich habe ein... doch, es geht. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, ich hätte eine zu Idee zu viel benutzt. So, klebe mir das auf mein Wellenoval. So, und guck mal. So, und jetzt habe ich noch keine Orientierung, weil ich muss im Endeffekt mir das erstmal hinlegen, um eine Orientierung zu haben, wie die Ranke tatsächlich vorher ausgesehen hat. Und das ist jetzt im Endeffekt das Komplizierte an der Sache. Man braucht immer eine Orientierung zum Zusammenkleben. Sonst funktioniert das nicht. So, das heißt, ich lege mir das jetzt erstmal hier so hin, weil da habe ich die Orientierung. Und jetzt muss ich mal gucken, oder war es andersrum? Na. Nein, das kann nicht sein. Da könnte es sein, da kann es aber nicht sein. Aber das passt da tatsächlich so hin.
obwohl doch, doch, das ist es. Ich bin ja sozusagen oben drüber gegangen. Das heißt, da oben habe ich auch ein paar, seht ihr das? Ein paar kleine Punkte, die ich als Orientierung jetzt nutzen kann. So, jetzt setze ich in die Mitte Dimensionals, in das mittlere. War ich jetzt überhaupt im Bild? Entschuldigt. Ich bin irgendwie im Moment so ein bisschen. So. Und das Motiv ist wieder zusammengesetzt. Das heißt, jetzt kann man weiterhin noch dekorieren. Dazu nehme ich mir jetzt auf jeden Fall die Lackpunkte in Pfirsich pur. Oder die Lackakzente, muss man ja eher sagen. Und ich nehme mir auch die Pailletten Eisfantasie. Die finde ich toll. Die passen auch zu dem Stempelset, finde ich sehr gut. Das heißt, ich gehe jetzt hin und verteile erstmal in Pfirsich pur jeden Fall 3 Sterne. So, dann gehe ich hin ich nehme noch 2 Punkte. Das gefällt mir nämlich eigentlich recht gut. 1 2 Ich nehme 3 Punkte. Weil die Karte ist ja relativ, sag ich mal, wenig dekoriert. So, und jetzt mache ich mir die Eisfantasie wieder auf. Der Kampf mit der Dose. So. Und jetzt suche ich mir helle Pailletten raus. So, das ist Arte Pflaume. Aber ich finde, die passen eigentlich recht gut auch auf diese Karte. Obwohl, nein, ich habe eben. Doch, doch. Als Kontrast haben wir hier auch blaue Pailletten drin. Na, bläuliche. Die finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Ich nehme die bläulichen. Ihr seht, ich entwickle jetzt gerade die Karte so ein bisschen anders als geplant, aber das macht nichts. Das seid ihr von mir ja gewöhnt. So ungefähr würde ich die Pailletten drauflegen. Das heißt, ich nehme mir jetzt meinen Präzisionskleber. Nehme mir die erste Paillette auf. Mir diese, lasse die so vorsichtig sozusagen drauf fallen. Okay. So, das lassen wir jetzt kurz antrocknen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns im Endeffekt schon darum, dass die erste Mattung auf die Karte kommt. Das mache ich mit Tombow.
Okay, das wäre meine zweite Variante dieser Karte, passend zu dieser Verpackung. Also ich finde, das sieht richtig gut aus zusammen. Das war die Variante mit den Kreisen. Ich wäre jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Informationen zu den Projekten findet ihr auf meinem Blog, der da lautet www.dorestempelt.com. Dort würde ich mich auf einen Besuch von euch sehr freuen und auch über einen Besuch von euch sehr freuen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Tschüss, eure Doro.